In Ägypten ist die Religionsfreiheit von koptischen Christen stark eingeschränkt. Seit 2012 wurden mindestens 58 Kirchen geschlossen, viele davon in den vergangenen Monaten. Das kritisiert die Gesellschaft für bedrohte Völker aus Göttingen. Laut ihrem Direktor Ulrich Delius nehmen die Behörden Proteste von Muslimen gegen Christen zum Anlass für die Schließungen. Sie argumentierten, sie könnten die Sicherheit der Gottesdienstbesucher nicht gewährleisten und sie vor möglichen Terroranschlägen nicht schützen, sagte Delius der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Es kann nicht angehen, dass wegen Einschüchterungen und Pöbeleien von muslimischen Extremisten vielen Kopten die Ausübung ihres Glaubens verweigert wird. Das mache deutlich, dass Kopten in dem mehrheitlich muslimischen Land noch immer nicht als gleichberechtigte Bürger anerkannt seien. Der frühere Politikbeauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz, Wolfgang Barke, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür gedankt, dass sie sich für verfolgte Christen und Religionsfreiheit engagiert. Beim Einsatz für verfolgte Christen haben wir Sie, den CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder und die gesamte Bundestagsfraktion immer an unserer Seite gehabt, so Barke zu Merkel. Weiter sagte er, dass Christen den Auftrag, für Regierung und Politiker zu beten, sehr ernst nehmen. Merkel hatte Barke in Berlin empfangen, um ihn aus seinem 1999 angetretenen Amt zu verabschieden. Barke sollte die Aufgabe bis Ende 2017 wahrnehmen, musste sie aber krankheitsbedingt früher abgeben. Rund 10.000 Besucher der fast 4 Monate dauernden Weltausstellung Reformation in der Lutherstadt Wittenberg haben einen Segen von einem Roboter der Hessen-Nassauischen Kirche empfangen. Das sagte Projektleiter Pfarrer Fabian Vogt der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Er hob hervor, dass ein Segen immer von Gott komme. Das Angebot sei überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Sehen Sie einen Kommentar zu der ungewöhnlichen Aktion von Kirchenpräsident Volker Jung. Der Segensroboter ist natürlich auch eine Provokation. Mit der großen Frage, kann ein Roboter segnen, haben wir versucht, 2 Fragen anzustoßen. Einmal eine Auseinandersetzung darüber, was bedeutet Segen, wer kann segnen, und zum anderen auch einen Hinweis zu geben auf die digitale Entwicklung, die Digitalisierung, die wir zurzeit erleben und die unsere Welt verändern wird. Es ist mit diesem Segensroboter gelungen, über Glaubensfragen zu reden. Ganz viele, die dahin kamen und daran lag uns, sind in das persönliche Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen und haben über zentrale Glaubensfragen geredet. Der Roboter war und ist ein Kommunikationsexperiment, das theologisch verantwortet Menschen in Glaubensfragen hineinzieht.